Willkommen zurück zu der nächsten Folge Alpinstars. Ja, im Hintergrund, so leid es mir tut, liebe Zuschauer, könntet ihr etwas Gewitter hören, aber ich sitze hier bei 35 Grad in meiner Dachgeschosswohnung und ich habe das Fenster noch offen. Bitte entschuldigt mich dafür. So, Leon. Ja, bitte. Ich denke halt einfach, dass die Wiese am besten sein wird. Ja. Weil, ja, dann müssen wir halt mal zu Susi hochfahren. Wird man wahrscheinlich am besten sein, wenn man es koppelt mit dem Thema Pferde, weil der Herr Reiniger möchte ein Pferd. Ja. Weil Susi meinte, sie möchte nur ein Pferd unterstellen, wenn das Pferd nicht alleine ist. Ja, super. Ja, ja. Ja, du weißt Bescheid. Wollen wir uns denn auch welche anschaffen oder nicht? Die Frage ist halt, wenn wieder der volle Erntestress losgeht, haben wir dann Zeit für die Pferde? Das ist genau die Frage. Außer wir könnten da vielleicht mit irgendjemand was drehen, dass die anderen nach unseren Pferden mitgucken in der Zeit. Richtig. Wenn wir keine Zeit haben. Da könnte man dann Susi nachfragen. Müsste man mal fragen. Weil bei Susi sind die Pferde, glaube ich, in gute Hände. Ja, richtig. Hoffen wir nicht, dass es flauschig rollt, aber ja. Das ist eine andere Sache. Von mir aus soll es auch flauschig rollen, das ist mir auch real. Dann fühlst du ja, wie wenn du auf dem Schaf sitzt beim Reiten. Oder so ein Alpaka. Ja! Naja. Aber ich möchte eine Reitkuh. Und was machst du jetzt? Eine Reitkuh? Ja. Da müssen wir mal beim HP nachfragen, ob der sowas hat. Der hat ja Kühe. Ja, ja. Könnte man eine Kuh auch auf die Pferde koppelt stellen? War für einen Freund. Gute Frage. Egal, wir müssen ja was arbeiten. Ja, so kein ja. Also du fährst das Fass weg und güllst und ich bringe gerade den Ladewagen runter. Zum Händler und dann müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Richtig. Weil es ist, im Moment ist es etwas ruhiger. Gott ja, sei Dank. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir zusehen, dass wir das mit Susi und so weiter geklärt kriegen. Weil jetzt haben wir Ruhe gerade. Gut, wir sollten hier auch mal wieder ein bisschen Ordnung reinkriegen. Unsere Fahrzeuge verstauen, weil da oben stehen noch Sämaschinen draußen rum. Ja, Fiat steht noch hier draußen rum. Schiebestell steht noch rum. Ja, du weißt selber, wie es ist. Ich weiß gar nicht. Ballenpresse steht hier noch drin. Ich weiß ja, wie es ist. Ja, ja, schon klar. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn wir die Fahrzeuge jetzt selber reinräumen, wo wir sie wollen, dann stehen sie kreuz und quer. Ja. Deswegen sage ich immer, wir räumen es auf. Ja, richtig. Es ist dann halt ein bisschen Aufwand. Kommt, weißt du was, das machen wir jetzt auch zuerst. Wir räumen zuerst alles auf und dann gehen wir an die restlichen Arbeiten. Ja, können wir auch machen. Weil klar, der Schwader und den Anhänger, den haben wir ja mit Absicht da reingestellt, aber der Häckselvorbau... Ja, der kann doch jetzt eigentlich weg, oder nicht? Wenn ich mal da hinten in die Garage gucke. Stimmt, der könnte weg, ja. Warte mal, da hoch. Guck mal, ob wir da... Matsch, nee, komm, dann verkaufen wir. Ab in Export. Richtig. Wo sonst irgendwo hin? Dann dein Deutz müssen wir mal wieder einparken, weil... Keine Ahnung. Irgendwas fehlt doch auch, oder? Fehlt da nicht eine Sämaschine? Gefühlt. Kalkstreuer, Kleinballenpresse, Oberspritze. Wir haben doch zwei Sämaschinen gehabt. Das ist die Mais. Hier steht eine. Steht hinten drüben nur eine. Ach, wieder durch der Stahldraht. Oh. Ich gehe nicht. Halt ich gehe durch den Stall. Ah, hier hinten steht noch eine. Warum steht die hier draußen? Hey. Warum steht die hier draußen? Ja, das frage ich mich auch. Alter, wie sollen wir den denn hier wieder rauskriegen? Den habe ich da. Ich? Wer war so intelligent? Ich war das. Ja, ich fahre ja. Fahr die gleich raus. Na, kriege ich auch hin. Alles gut. Ja, toll. Müssen aufräumen. Nein, ich gehe durch den Stall. Ja, und klettern. Zack.
Ja, lass uns mal ein bisschen aufräumen. Ja. Ja, das ist einfach immer so ein bisschen durcheinander, ne? Ja, nur es ist ja blödsinnig, wenn die anderen das einräumen, wenn wir wissen, wo es hin muss. Yep. Pass mal auf, stell mal das Schiebeschild ganz vor, ob wir dann die zwei Sämaschinen da auch noch mal reinkriegen. Eine quasi von der Seite und eine von der anderen Seite. Was, dass du jetzt ganz an Sämaschine ranparkst? Immer dieses Aufräumdilemma. Ja, und ich habe die Krone auch gleich mit rausgebracht. Ja, sehr gut. Den hänge ich jetzt auch gleich an. Nach vorne gleich der Maisäcksler ran, oder? Ja. Kleine. Oh Gott.
Gott sei Dank ist die Wiese da hinten frisch gemäht, ne? Yep. So, allen Presse. Auch einparkt. Leon, Skülle fast ganz stehen lassen, das hänge ich ja gleich wieder dran. Ja, ich will, dass du hier gerade wegfahren. Dass ich an das meiste Gebiss komme. Sehr. Oh, hier ist aber irgendwas schief gelaufen mit der Drossel. Wegen? Der fährt genau 11 km/h. Müssen wir nochmal gucken. Oh Mann, aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ja, und sich dabei gegenseitig nicht kaputt fahren. Hinterradlenkung. Ja, ich merke. Wow. Hohoho. So, mal hier an das Fenden gleich mal so das Fass ran. Rufst du gleich bei unserem Händler einmal an? Wegen der Drossel? Nee, dass ich den runterbringe, die Sachen gerade. Achso, ja, das war doch bis nach Mittag. Machen wir es erstmal Mittag, oder? Dann noch. Ja, können wir auch machen. Parken wir das Kind alles ein, dann machen wir schon Mittag. Klein, ich kann dazwischen rein. Dann würde ich sagen,
Mit Beendigung des Aufräumens. Na, wo ist denn Leon? Und noch zumachen. Ja, mit Beendigen des Aufräumens sind wir auch schon wieder durch mit der Folge. Da brauche ich 15 Minuten nur zum so ein bisschen Hof aufräumen. Das ist echt heftig. Ja, schreibt fleißig Kommentare und natürlich über einen Daumen nach oben, genauso wie ein Abo, würden wir uns freuen. Nicht zu vergessen, bei Falko Hirschfeld auf seinem Kanal zu vorbeizuschauen. Er ist unten verlinkt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.